Ja, hallo, ich grüße euch. Ich wollte euch mal ganz kurz ein Mini-Update geben zum Märchenwald. Da ist nicht viel passiert. Hier vorne habe ich die Böschung so ein bisschen begrünt, ne? Damit das fertig wird. Hier mit den Häuschen habe ich immer noch keine Idee, was ich da mache. Habe allerdings schon wieder zwei neue bestellt, die eventuell da hinkommen. Aber das weiß ich noch nicht so genau. Muss ich mal gucken, wenn die da sind, wie sich das dann darstellt. Wie gesagt, hier vorne das Grünzeug. So, jetzt habe ich schon mal hier eine Szene fertiggestellt. Ne? Das ist halt hier Schneewittchen und die sieben Zwerge. Ja, die Zwerge sind da drin am Arbeiten. Und Schneewittchen besucht die halt gerade. Hier an der Seite ist einer von den Zwergen so ein bisschen sich am Ausruhen. Ja, auf jeden Fall ist diese Szene schon mal so gut wie fertig. Das Ganze hat hier vorne, ich hoffe, man kann das erkennen, so eine Absperrungskette bekommen, damit da halt die Gäste dann nicht da in diese Szenen reinlaufen können. Das ist diese Szene. Ich habe da auch nochmal Licht eingebaut. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, weil das ist noch nicht richtig angeschlossen. Jetzt müsste ich drei Hände gleichzeitig haben, um das Ding da zum Leuchten zu bringen. Ich versuche das mal irgendwie hinzukriegen. Sekunde. Ja, eben hat es mal kurz geflackert. Das geht jetzt nur kurz über eine Batterie. Also da seht ihr, da ist ein kleines Licht drin, da kann man das ein bisschen erhellen. Wie gesagt, ad hoc ist das schwierig. Ich halte das hier unter der Anlage einen 9-Volt-Block. Ja, da ist auf jeden Fall ein bisschen Licht, damit man es auch ein bisschen besser sehen kann. Da kann man das Licht da dazu schalten. Okay. Ja, dann wie gesagt, hier vorne ist noch ein bisschen Grünzeug dazugekommen. Ja, und dann habe ich hier vorne die Aschenputtel-Szene auch soweit fertig gemacht. Ja, da stehen jetzt hier diese Schwestern da oben drauf. Da ist der Prinz mit dem Aschenputtel. Vorne ist auch wieder so eine Kette dran, damit halt das Publikum oder die Zuschauer nicht da reinlaufen können. Ja, und hierfür nebenan, da wollte ich eigentlich die Hochzeitskutsche hinbauen, die passte ja nicht. Ja, da habe ich jetzt einen kleinen Hotdog-Stand aufgebaut, weil die Gäste, die brauchen ja auch ein bisschen Verpflegung, ne? Ja, das ist ein Satz oder ein Figurenset von Woodland Scenics. Ganz tolles Teilchen. Super schöne Püppchen sind da dabei. Ja, da können die Leute sich hier halt ein bisschen stärken. Ja, hier vorne in der Ecke kam noch ein Bäumchen dazu. Dann habe ich hier hinten diesen Baum noch dazu gesetzt. Geh mal ein bisschen raus. Ach, scheiße, ist unscharf. Ah, jetzt geht es wieder besser. Na, der Baum kam noch dazu. Hier vorne der Baum. Den weiß ich nicht, habe ich mal so gemacht, damit diese Blicklinie so ein bisschen gebrochen wird. Ob ich den lasse, weiß ich noch nicht so genau. Ich fand das so, dass es den Blick ein bisschen interessanter macht. Man sieht nicht alles gleich von vornherein in der Totalen, sondern muss halt so ein bisschen an dem Baum vorbeischauen. Fand ich halt ganz interessant. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den lassen würdet oder eher wegmachen. Ja, weil sehen tut man das ja schon ganz gut, die Szene. Man muss halt, wie gesagt, ein bisschen dran vorbeigucken. Ja, so sieht das ad hoc aus. Ja, das ist soweit fertig. Natürlich kommen hier auf den Weg noch Passanten. Das ist klar. Das ist dann im Prinzip auch soweit fertig. Hier dieses Schneewittchen-Ding. Müssen natürlich auch noch Passanten rein. Na, das heißt rein, da vorne dran. Ja, und dann muss ich halt gucken, wie ich dann jetzt hier hinten weiterkomme in diesem Bereich. Halt, was soll da hin? Hänsel und Gretel soll da hin. Da irgendwo Rotkäppchen und der böse Wolf. Ne? Da muss ich gucken, wie ich da jetzt die Tage weiterkomme. Dass da auch was passiert. Wie gesagt, für die Szene warte ich auf das neue Häuschen, was ich mir bestellt habe. Wird wahrscheinlich erst nächste Woche kommen. Gut, nochmal ganz schnell einen Überblick, wie sich das Ganze jetzt so darstellt. Gut, das war's hier vom Märchenwald. Fällt mir gerade ein, diese Ketten, die ich euch gezeigt habe, für diese Absperrung, falls das jemand interessieren sollte, das ist von Busch. Artikel Nummer 1023, ne, so sieht das aus auf der Verpackung. Absperrketten, das heißt, diese Pfosten sind aus Metall und diese Kette ist halt auch aus Metall, kann man halt beliebig mit dem Seitenschneider kürzen, so wie man braucht, ne. Ganz tolles Ding, gefällt mir gut.
Ja, zum Basteln ist auch noch was gekommen, sprich digitalisieren. Das ist von Fleischmann hier ein VT95 mit Beiwagen. Der kam gestern mit der Post. Ja, muss ich gucken, wie ich die Tage Zeit und Laune habe, den mal zu digitalisieren. Sehr, sehr schönes Modell. Dachte ich mir, der passt auch ganz gut als Zubringer für den Märchenwald. Ja gut, das soll es dann gewesen sein mit dem kleinen Mini-Update. Mehr gab es im Moment nicht zu zeigen. Danke euch nach wie vor fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein schönes langes Wochenende. Bis demnächst. Macht's gut und tschüss.